Das neue Update 21.5 ist soeben gejobbt und Fortnite ist extrem überlastet, Freunde. Nichts funktioniert mehr. Ich werde euch heute zeigen, was es gibt, was nicht funktioniert. Und Fortnite macht gerade nur noch Fehler. Wir gehen direkt rein ins Video. Das Update ist ja jetzt draußen, Leute. Es gibt ein paar Schwierigkeiten. Gerade hat Fortnite extreme Probleme. Wir kommen aber gleich zu den krassen Problemen. Ich zeige euch jetzt erstmal alle Sachen, die zurückgekommen sind heute beim Update. Und zwar sind 4 Sachen zurück aus dem Tresor. Einmal die schallgedämpfte MP, was ich ziemlich nice finde. Bisschen OG-Feeling. Dann haben wir hier die Schattengranatbombe, die Schildblase und immerhin die schallgedämpfte Scar, Leute. Die sind jetzt alle wieder verfügbar, was ich ziemlich nice finde. Ihr könnt das Ganze auf dem Boden und in Truhen finden. Die Schattenbomben und Schildblasen in Boden, Truhen und in Vorratslieferungen. Außerdem gibt es neue Aufträge, die nennt sich nämlich Schatten von Phantasma-Woche. Die Aufträge für Dragon Ball sind jetzt vorbei, aber die Kamehameha und Jindujun bleiben noch auf der Map. Das Einzige, was jetzt da verändert worden ist, dass man die Sachen halt nicht mehr so oft findet wie vor der Kolonie. Kollaboration mit Fortnite und Dragon Ball. Der Hochstapler-Modus ist jetzt wieder im Tresor und befindet sich jetzt nicht mehr in der Suche von Fortnite. Nullbauen Arena wurde deaktiviert und der neue Modus Late Game Arena, wo wir ja die OG Pumpgun benutzen können, ist zurzeit nicht spielbar, Leute. Am Anfang ist das Ganze um 14 Uhr heutiger Zeit rausgekommen. Aber wenn ihr reingegangen seid, konntet ihr nicht ins Spiel reinstarten. Wir waren zwar auf der Spawn-Insel, aber der Battlebus ist nie geflogen. Fortnite arbeitet zurzeit an einem Fix, aber es ist 2 Stunden jetzt vorbei, wo wir noch immer nicht diesen Modus spielen können. Also es ist einfach nicht möglich, gerade die OG-Pumpgun zu spielen. Das Ganze wird wahrscheinlich bis heute Abend dauern. Das waren aber natürlich nicht noch alle Informationen heute. Es gibt noch viel, viel mehr, Leute. Und jetzt haltet euch fest. Wir kommen erstmal zu den Map-Änderungen. Denn auf der Spawn-Insel befindet sich jetzt ein Realitätsbaum, Leute. Was davor nicht da war. Richtig, richtig komisch. Dieser Baum behält auch seine Größe auf der Spawn-Insel, also wird nicht größer oder kleiner. Der ist jetzt nur hinzugefügt worden. Wenn ihr das Ganze noch nicht gesehen habt, Leute, im Himmel befinden sich gerade so komische Regenbogen. Aber nicht nur ein Riesenregenbogen, der über die ganze Map geht, sondern auch verschiedene Regenbogenschleier. Und jetzt fragt ihr euch bestimmt, hä, warum hat sich der Himmel so geändert? Das Ganze liegt daran, dass bald Rainbow Royale wieder in Fortnite zurückkommt. Und das ist eine kleine Vorbereitung für das Rainbow Royale-Event. Bei Rainbow Royal kann man dann kostenlose Gegenstände freischalten und dient ja dem Ganzen, um der Pride-Szene nochmal ein bisschen mehr Aufmerksamkeit zu geben, was ich sehr, sehr cool finde. Kommen wir nochmal kurz zu Rainbow Royal. Das sind übrigens die Dinge, die wir kriegen zu Rainbow Royal. Einmal ein Spray, ein Sticker und 2 Ladebildschirme, die wir dann kostenlos freischalten können. Es hat sich aber noch mehr auf der Map geändert. Denn die Locations, wo der Realitätsbaum war, haben sich ja jede Runde geändert. Aber diesmal ist das Ganze nicht so. Jede Location bleibt immer gleich. Wir haben einmal Coral Castle, Future Tilted Tower, also Zukunft Tilted Towers, Kolosseum und den Wilden Westen. Diese Städte bleiben jetzt genauso und werden sich auch nicht mehr ändern. Der Realitätsbaum auf der Map wurde immer stärker und hat jetzt noch mehr Power denn je, Freunde. Denn schauen wir uns jetzt mal die Energiestrahlen an, die der Baum aussendet bzw. anzeigt. Diese sind jetzt immer stärker und immer sichtbarer. Und diese ganze Energie, wo die POIs davor hatten, wo die sich ja 3-mal geändert haben, diese Energie geht jetzt zurück zum Riesenrealitätsbaum auf der Map. Das sehen wir jetzt hier auch nochmal genau bei den ganzen Wurzeln. Die ganze Power und Energie geht jetzt wieder von den POIs zurück in den Realitätsbaum auf der Map und damit er noch mehr Energie und Power hat. Das heißt also, wir sind kurz davor, ein richtig cooles Event zu kriegen. Wir haben noch ziemlich coole neue Skins bekommen. Wir haben hier einmal Macy, die sieht unnormal cool aus, Leute, mit 2 verschiedenen Stilen hier, kunterbunt gestaltet, hammermäßig geiler Skin hier, finde ich babamäßig. Dann haben wir einmal Dreamer. Dreamer sieht aus wie eine Superheldin, erinnert mich so ein bisschen an Wonder Woman irgendwie, sind von Supergirl, also ganz, ganz komisch. Einmal hier Dreamer und dann haben wir noch Veronica. Sie sieht meiner Meinung nach auch sehr, sehr cool aus. Und wenn wir uns mal Veronica anschauen, hat die auf jeden Fall einen richtig krassen Skateboard-Style. Könnte also sein, dass wir bald die Skateboards irgendwie doch noch bekommen, weil die hat auf jeden Fall einen coolen Skateboard-Style und Macy sieht auch aus, als ob sie hier Skateboards lieben würde, weil der Style passt halt 1:1 dazu. Dann haben wir hier einmal neue Emotes, Leute. Ich kann euch leider nicht die Emotes anhören lassen, aber immerhin anzeigen. So sieht man auch nochmal den Skin hier ein bisschen besser von Dreamer.
Was ganz krasses haben wir auch noch entdeckt, eine neue Doppelsprungfunktion wird bald im Spiel erscheinen. Wir wissen jetzt noch nicht, ob das Ganze für ein LTM oder für ein Modi verfügbar ist, Leute. Also wir kriegen auf jeden Fall eine Doppelsprungfunktion in Fortnite bald. Richtig krank. Das krasse ist ja, die NPCs haben sich auch ein wenig verändert. Und zwar ist das die neue NPC-Karte hier. Paradigma, Wissenschaftler und Origin sind von der NPC-Karte verschwunden. Muskelkater verkauft ab jetzt die DMR. Panther bietet nun ein Duell an. Gewinnt ihr, bekommt ihr eine Autoschrot und eine Stinger-SMG. Und was sehr, sehr krass ist, Leute. Die generelle Fortnite-Karte wurde geupdatet. Überall, wo ihr jetzt diese roten Dinger seht, roten Striche, roten Markierungen, dort wurde die Fortnite-Karte korrigiert. Das heißt, entweder was weggemacht, was dazu gemacht oder. Sehr interessant hier nochmal zu sehen, die ganze Map, wo man jetzt was hat, was dazugekommen ist und was weggemacht worden ist hier. Richtig krass. Nach 781 Tagen kommt das Inferno Quest Paket wieder zurück in den Item Shop morgen. Und das sind einfach 2 Jahre, wo das Paket nicht drin war, Leute. Also holt das Ganze euch auf jeden Fall, wenn ihr darauf Bock habt. Übrigens beginnt bald das Fallfest mit passenden Aufträgen für verschiedene Kreativmodus-Inseln. Werdet ihr bald kostenlose Belohnungen freischalten können. Wie zum Beispiel hier diese Taco Ladebildschirme Dings. Dann bekommen wir einmal ein Backboard für unseren Rücken, eine neue Tarnung und nochmal ein Backboard. Wir haben noch höchstwahrscheinlich die PlayStation Plus Items gesehen. Einmal hier einen Gleiter und dann nochmal hier diese Contrails. Zu guter Letzt kann ich euch noch alle Sprays zeigen, die Belohnungen sein werden im Competitive Bereich. Also die kriegt ihr dann, wenn ihr in Competitive auf jeden Fall richtig krass abgehen werdet. Und dann kriegen wir nochmal 3 Sprays zur Scholastic Sprays. Diese Scholastic Sprays sind dafür bekannt, also Scholastic ist dafür bekannt, Buchmessen an Schulen zu veranstalten. Also könnte es bald eine Art Fortnite-Projekt damit geben oder was auch immer. Hier bekommen wir dann auch nochmal neue Sprays und die sehen richtig geil aus. Übrigens haben wir noch Informationen, wann diese ganzen Dinge ins Spiel kommen werden. Denn anscheinend sollen die Regenbogen-Royal-Items ab dem 8.9. ins Spiel kommen. Starfire ab dem 3.9. und Assassin's Creed-Items sollten morgen auch wieder da sein.